Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hexit. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, offscreen wurden einige Sachen gemacht und ich drehe mich jetzt bewusst nicht um, denn hinter mir habe ich etwas erstellt, was man auf der Minimap auch schon leicht erkennen kann. Treten wir hinaus. Tada! Ein kleiner Schuppen für unsere Chocobos und da liegt auch schon eine Feder. Wunderbar. Gut, hier auch alles abgeholzt. Das wie diese Wetwood Planks habe ich dafür verwendet und halt auch die Wurzeln davon. Und das ist alles von diesem Megabaum, den wir da hinten gesehen haben. Hier. Kann man wunderbar mit bauen. Und es wird langsam dunkel. Und die Feder muss ich mal nach unten bringen. Und ich habe verzaubert, wie ich auch schon angekündigt hatte. Das Ding hat jetzt Unbreaking 3, Sharpness 5, Looting 3 und Fire Aspect 2. Ja, die sind natürlich so geblieben. Und komplette Diamantrüstung jeweils immer mit Protection 3. Und ich hatte über 100 Level und die habe ich alle sorgsam ausgegeben. Und der Bogen hat jetzt auch eine Verzauberung. Wo ist der hier? Power 5, Unbreaking 3 und Infinity 1. Und die Chocobo-Feder kommt hier rein. Nee, nicht der Wassereimer. Tschüss. Ja, heute haben wir auch noch so einiges vor. Wir waren ja bei der tollen Burg gewesen. Und heute geht's daran, es geht im Vulkan-Dungeon weiter. Das wäre so die Sache. Da können wir mit den Chocobos hinreiten, das ist wunderbar. Und dann bleiben die kurz vor dem Vulkan stehen, das ist wunderbar. Da brauchen wir erstmal den, wo habe ich es hingepackt? Genau. Das habe ich doch bei dem Schuppen hingetan. Hier, eine Kiste. Zack, Chocopedia. Immer mitnehmen, wenn wir es brauchen. Ja, und hier habe ich es natürlich auch gemacht. Hier mal eine bessere Anlage ohne Zäune, das ist schon besser. Hier ein Mega-Bali-Feld. Doppelt so breit. Und hier kann man immer schön langlaufen. Ist einfach genial. Und hier kommen diese Geißel Greens. Ja, erstmal wieder neu anpflanzen. So, Geißel Greens, die kommen dann auch bald wieder weg. Hier dieses Meteoritenschild habe ich auch. Diesen Schild habe ich ein bisschen weiter weggestellt. Und hier das Feld natürlich alles um eins verschoben. Das wird man aber auch schon direkt sehen, denke ich mal. Gut, ja. Dann reiten wir mal mit Oscar. Wunderbar. Und die passen ja auch wunderbar durch. Das habe ich alles ausprobiert. Klappt wunderbar. So, wo war der Vulkan? Der war hier hinten. So, und jetzt ist die Musik scheiße. Die ist doch noch viel schöner. Gut. Reite nicht besonders schnell, aber ist okay, finde ich. Wasser mögen sie nicht gerne, aber wir können ja noch züchten. Und da gibt's... Ja, züchten steht nämlich auch noch auf dem Plan. Aber durch Wasser geht relativ schnell. So, hier ist der Vulkan. Wunderbar. So. Den geht es nämlich weiter zu erkunden. Und das ist einfach nur, das muss halt gemacht werden. Weil wir haben zwar jetzt keinen Bogen dabei, aber das macht nichts. Ich glaube, so viel wird da nicht mehr auf uns zukommen. So, wann hier der Eingang? Irgendwie hier und herum. Dann gehen wir mal Chocopedia. Ja, er soll einfach stay. Das wurde ja schon gesagt. Chocopedia nehme ich mal mit. Und ich verlieren wir die nicht, aber das wird auch nichts mehr machen. Hier ist der Einstieg gewesen, genau. Also ich denke mal hier. Gehen wir erstmal wieder. Oh. Was auch immer das hier noch war. Hier sind wir gar nicht lang gegangen. So, naja, egal. Hier waren wir gar nicht. Na, sind direkt mehr Smaragde. 4 haben wir schon. Wenn wir noch Lapis finden, wäre es da besonders gut. Oh, nehmen wir gleich mal mit. Na, die vergiftete Kartoffel, die kann er wirklich weg. Die braucht wirklich keine Sau. Es gibt auch wirklich gar keinen Nutzen dafür. Ist auch noch eine Truhe. Ich hab doch gerade eine Truhe, oder nicht? Ich bin total verguckt. Anscheinend. Naja, dann gehen wir mit dem Wasser einfach mal runter. Aber erstmal denke ich mal, ja, ich weiß ja nicht mit welcher Playlist ab. Oh.
Meteorit, aber bestimmt nicht auf unserem Grundstück. So. Reisen wir hinunter. Naja, aber eigentlich alles eigentlich ausgeleuchtet hier. Sieht jedenfalls danach aus. Jo. Ja, aber da fehlt ein bisschen Licht, aber sonst schon nix. Ah. Die reden wir, die Asnaks. Oh. So, weg sind sie. Die sind tatsächlich noch welche gespawnt. Ach, diese. So, jetzt bin ich wieder schnell. Oh. Kommt doch alle her. Ah, die folgen mir jetzt bitte nicht in die Lava oder was. So doof werden sie wohl nicht sein. Doch, so doof sind sie. Ja gut, das ist nicht unser Problem. Wir wollen ja hier rein. Wir haben ja vollkommen Diamantrüstung. Die hat auch Schutz 3. Und wenn wir noch mehr Erfahrung kriegen, geht es da noch weiter. Hier ist dieses komische Zwergengesicht. Und hier geht... Oh, hier war ein Spawner. Ja, jetzt kommt also die Kampf-Playlist. Und ich melde mich gleich wieder zurück. So, und wir sind wieder zurück. Oh Gott, ja. Das wird noch lustig. Ein Zwergenspawner, na super. Also diese Partikel hasse ich, wenn man da unten ist. Genauso wie den Depth Walk. Der ist natürlich aus. Animations Void Particles Off. Das ist so unrealistisch. Dankeschön. So, das reicht auch schon. So, was gibt es hier? Oh, cool. Die haben immer so massig Kohle gelagert. Das ist richtig genial. Schlafen können wir gerade nicht. Macht ja nichts. Tür zu. Wo wir schon drin waren. Hier, nix. Hier, nix. Tür zu, hier waren wir noch nicht. Hier geht's hoch. Auch nix. Ne, warte mal, erstmal hier gucken. Du Scheiße. Was ist hier los? Hier ist Holz. Boah. Boah. Hilfe, der hat mich jetzt erschreckt. Weg. Ah, danke schön. So, Licht. Hier Licht. So, das war's mit ihm. So. Ja, Eisengitter, das kann man leider nicht umwandeln. Nicht direkt. Ist hier noch jemand? Du Scheiße, es ist so groß hier. Aber wir können dann gleich die Treppe hochgehen. So, wir machen mal die restlichen Sticks noch zu Fackeln. Und wir brauchen bald diesen Sojourner-Stuff. Den bauen wir uns aber mit Schleimkugeln. Und die müssen wir noch jagen, wenn einmal Nacht ist. Alter, das ist riesig hier. Die Zwerge aber gut gebaut. Bestimmt lang gebraucht. Hier ist aber auch nichts los irgendwie. So, das dürfte erstmal reichen von der Ausleuchtung hier. Ach, das ist das, oder nicht? Hm. Oh. Tschüss. Hier war auch nur einer. So, hier auch mal Licht. Das kennen wir doch. Seltsam, hier unten. Waren wir und hier oben sind wir eben hochgegangen. Ach so, das geht immer zum selben. Und wenn man dann hier durchgeht und hier hoch, dann war's das. Aber hier geht's weiter. Da ist schon einer. Der hat sich selbst diesen scheiß Effekt gegeben. Ja, der hat wirklich... Genau genommen hat er keine Chance. Da, ja, jetzt mal wieder das Ruckeln. Ah, scheiße.
Geht doch alle bei drauf. Oh, die haben Diamantrüstung, die alten Kacker. Die Diamantrüstung sieht gar nicht klassisch diamantartig aus, aber immerhin gut. Das sieht so cool aus mit dem Schwert auf dem Rücken. Genial ist das echt. Hä? Ach so, ja. Man sollte sich auch die Richtung merken. Was ist denn hier los? Jump and Run oder was? Na gut, dass ich da geübt habe mit einer Adventure-Map, die hoffentlich auch, wer weiß, die bald kommt, denke ich mal. Wer weiß, wann ich das mal zu Ende aufnehme. Mit dem Nico, mit dem ich auch schon die andere Adventure-Map gespielt habe. Aber das werdet ihr schon früh genug erfahren. Und eine Truhe. Ja, bringt ja eher wenig. Ach so, doch, bringt was, aber... Oh ja, da beschwert man sich ja nicht. So, hier die Stonebricks, kommen wieder hin. Hallo. So, weg bist du. Die sind ganz schön stark. Also glaubt man gar nicht, aber die sind wirklich stark. So, Mikrofon wieder richten. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Das passiert auch den besten Mal. Was zum Teufel ist das? Ach, dieses Illuminatenzeichen. Naja, wenn es schon mal hier ist, klage ich mich ja nicht. Gab's da oben nicht was? Ich meine, da gäbe es ja noch eine andere Route oder so. Das geht hier wieder runter. Ne, ich denke mal, das war's jetzt. Ist überall Truhen versteckt. Oh, wieder ein Meteorit, ey. Das ist doch so heftig. Oh, ja, die können wir erstmal wieder zu Eisen zurückwandeln. Das ist wunderbar. Hier ist hell. Sieht aus wie ein Kerker hier. Warte mal. Ein Stack Stickies sollte erstmal reichen. Ja, kein Stack Fackeln, aber so gut wie. Ja, okay. Wunderbar. Jemand zu Hause? Auch ne, einfach nur ein Kerker. Aber der Kerker hat auch keinen Knopf. Er hat einen Druckplatte, macht ja sehr viel Sinn. Naja, man soll ja rauskommen und man kann sie ja irgendwie abbauen. Ist hier oben jemand? Ist wirklich so ein Kerker hier überall. Naja, egal. Ja, hier sind wir gewesen. Und weg. Was ist hier oben? Passt ja auch irgendwie, obwohl das kein Bowser-Dingsbums ist. Ich weiß gar nicht, wann das kam bei Super Mario Bros. Irgendwo kam diese Musik immer. Ich bin auch so ein... Oh. Toller Busch. Den kann man auch irgendwie einschmelzen oder so. Das ist natürlich auch noch ein Punkt auf der Liste, die ich noch nicht geschrieben habe. Also nicht. Es ist ja wie dieses eine hier. Also da waren wir doch schon überall. Hier gibt es so viele Fackeln zu verschwenden, ne? Unglaublich. Oh. Hier gab es ja diese komischen Endermänner mit diesen Rucksäcken. Also ich meine jetzt einmal nur hier. Kommt doch näher. Peng. Ja, tot. Der ist auch so schlau hier. Wenn er so langsam ist, dann gehen wir halt weg. Was für ein Spaten, ey. So. Dann hier. Und es gibt gar keinen anderen Weg, außer halt hier weiterzugehen. Na, was wollt ihr alle hier, ihr Zwerge? Boah, wie weit geht's denn hier noch? Alter. Dass hier keine normalen Monster gespawnt sind. Oh. Ist ja schade. Aber deswegen... Tut mir leid, don't judge me. Ich war ja im Baumodus, weil als ich das gebaut habe. Hallo. Bist du nicht tot? Oh.
Hier müssten ja auch normale Monster spawnen überall. Deswegen gibt's ja... Oh. Deswegen habe ich auch keinen Hunger verloren. Ja, tut mir leid jetzt dafür. Aber die Zwerge spawnen halt immer. Das habe ich nicht bedacht. Die spawnen halt auch auf Peaceful, damit man das hier nicht ausrauben kann, während die hier abwesend sind. Und ich habe schon wieder so viel Fackeln verbraucht hier. Naja, gut, okay. Nix. Na super, haben wir ein bisschen Holz bekommen. Trap Chest. Oh. Lustig, da haben wir schon mal eine. Obwohl wir die auch nicht brauchen, ehrlich gesagt. Wofür brauchen wir eine Trap Chest? Sollen sie wieder dahin gehen halt. Hat der mich erschreckt. Boah, ich dachte, was ist jetzt los? Es ist nur ein Bild. Boah, ich weiß auch nicht, aber irgendwie hat mich das erschreckt. Hier ist noch mehr Holz. Ich glaube, die Fackeln sollten auch wirklich genügen jetzt. Bis der Zwerg kommt, der kriegt erstmal eins auf die Rübe. Zack. Kritischer Treffer. Wo ist der? Aha. Da. Tschüss. Sieht aber interessant aus, diese Säulen. Gut gemacht eigentlich. Wieder so ein Jump'n'Run ist das. Also jetzt nicht allzu schwer, weil das ist relativ einfach, würde ich sagen. Weil hier, das ist einfach ein Doppelsprung. Und hier, das ist nicht schwierig. Hallo. Boah, stirb. Was will der mir denn noch anhaben? Oh, oh, oh. Ja, so einiges. Boah, scheiß Kohleboss, 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 Kohleboss. Ja, genau. Das war gut. Das war noch knapp. Hier soll aber keiner spawnen. Wieder ein bisschen regenerieren. Boah, man verbraucht aber auch Fackeln. Unglaublich. Mal hier wieder ein bisschen auffrischen. Ja, der ist aber bald erledigt, weil er so fett ist. Der kriegt schon so langsam Elektroblitze. Der wird langsam rot. Du bist bald tot. Ja, er ist tot. Boah, Essen. Wunderbar, wir haben den Golem-Boss besiegt. So endete also dieses Dungeon-Dingens. Lustig. In der mächtigen Bibliothek. Sortieren. Sortieren. Ja, genial. Oh, Alter! Dafür war der aber relativ einfach hier für die ganzen Truhen. Was haben wir bekommen? Dwarven Spear. Richtig genial. Gratis Eisen. Ja, da bin ich mal gespannt. Hier die ersten. Erstmal schön sortieren. Boah, genial. Mitnehmen. Wir haben unser Backpack nicht dabei. Schade. Aber ich hätte auch nicht so was Großes erwartet, ehrlich gesagt. Printing Press. Yellow Backpack. Kommt wie gerufen. Zwar nun kleiner, aber der dürfte reichen. Wunderbar. Diese zwei Kisten sind jetzt abgearbeitet. So, Yellow Backpack. Sagen wir mal... alle wichtigen Sachen. Ja, eigentlich alles, was wir hier... haben können. Ja, außer die brauchen wir natürlich alle. So, Yellow Backpack, genau. Hier mal Licht. Hier mal Licht. Hier mal Licht. Ja, kann man hier immer Licht machen. Und hier natürlich. Ja, ich denke mal, sonst ist überall hell. Hier vielleicht noch. Und da vielleicht noch. So, die sind abgearbeitet. Die könnten wir eigentlich auch zerstören. Ja, nehmen wir mal eigentlich alles mit, was hier ist. So, das dürfte jetzt 4 sein, genau. Holz, wunderbar. So, was ist hier oben mal? Zack. Diamond Shield, Fire Protection 4, Golden Bow. Ja, die und noch unsinniger Krams. Nochmal abbauen. So, 2 Kisten, mal wieder Holz. Och ja, Hexical Essence, der ist wichtig für so Hexical Diamonds, dann kann man perfekte Rüstung machen. So.
Und diese Armor-Stands haben wir auch schon so viel. Ja, okay, mehr kann man hier nicht reinpacken. Nee, das war jetzt eigentlich alles. Ist halt auch nur ein kleiner Rucksack, aber das macht ja nichts. Hauptsache überhaupt einen, sonst hätten wir viel weniger mitnehmen können. Aber da hatte ich echt nicht jetzt nicht dran gedacht, genau wie an den Bogen. Wunderbar. Da sagt mir ja auch nicht nein. So. 17 Smaragde, ist echt genial. So, das kann man jetzt ja wieder zerstören. Viel Holz hier auch abfällt dafür. Echt genial. Iron Spear, Diamond Dagger. Oh, das ist auch nicht schlecht. Können wir alles zurückenchanten. Und 24 Kohle. Kohle ist eigentlich ziemlich einfach, aber wichtig. Ja, hier können wir, glaube ich, nichts mehr. Ja, Golden Dinger. Die bringen uns ehrlich gesagt nichts, aber naja, wir nehmen es mit. Boah, fast schon wieder mehr Stacks hier bekommen hier von den ganzen. Boah, wow. Naja, Oak Shelf nicht so besonders toll. Ach du Scheiße, mal gucken, was wir alles noch einsortieren können. Goldene Feder, wofür brauchen wir die? Ah, ich glaube, da kann man fliegen mit diesen Dingen. Also nicht fliegen, sondern leicht gleiten. Manchmal gehört zu haben. Ach ja, auch nicht verkehrt. Immer diese Goldblöcke. Naja, also nicht, dass ich mich beschweren würde, aber das ist ganz schön heftig. Also hier noch. Ja, vier Kisten. Wunderbar. So, mal wieder einsortieren, was wir können. Goldblöcke können wir sortieren. Einsortieren. Mehr aber auch nicht. Ja, wir sind voll beladen. Und wir haben es geschafft. Ja, das war jetzt auch die Folge. 22 Minuten. Wunderbar. Und wir sehen uns dann zu Hause das nächste Mal wieder. Also morgen, besser gesagt. Oh, irgendwo ist ein Zombie. Der brennt. Macht keinen Sinn irgendwie. Ja, und ich gehe dann wieder zurück und nach Hause. Und wir sehen uns dann nachher zu Hause wieder. Boah, der schreckt mich jedes Mal. Oh. Dankeschön. Weg mit dem Scheiß. So. Lieber in der Ecke hier, sonst ist genug beleuchtet. Gut, dann sage ich bis zum nächsten Mal, bis morgen und vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin und tschüss.